Ja, ich habe so viele gemacht. Warum so viele? Drei Stück. Da Na, oben. unten sind ja noch fünf drin. Weiß. Ja, aber sehen wir, wenn die alle ist dort oben, nichts mehr anzeigt, dann müssen wir Dann mal ins wischen Büro. wir. Haben wir zwar immer noch genug Puffer, weil unten sind ja noch fünf drin und das dauert ja eine Weile. H2K steht für Hard to Kill. Ah. Ja. Interaktion mit den Leuten. Genau, jetzt müssen wir Folgendes machen. Hier mal Canola Seeds da. Ja, danke. Das muss weiterverarbeitet werden. In Grinder. Du Canola Seed Hacks. Das. Ich brauche meine Grinder. Das muss weiterverarbeitet werden in der Zentrifuge zu diesen Labrikern. Ja, die Frage ist jetzt, den Kreiner, der braucht ja auch Strom. Genau. Den werden wir mit, wie heißt denn das schon wieder? Gutari. Mit diesem Kraft. Magnikylon Nein, da irgendwas. gibt es eine andere Variante. Zumindest war es früher so. Wir müssen testen, ob es so geht. Es gibt solche Engines, die nennen sich. Die nennen sich. Die nennen sich. Ja, die nennen sich Die genau nennen wie. sich Engine, Fuel Powered Engine Control Unit. Ich höre nicht, wie die genau geheißen haben. Du kannst aber eine Zentrifuge in der Zwischenzeit bauen. Als hätte ich sonst nichts zu tun. Nein, eigentlich nicht. Du stehst unter völliger Herrschaft von mir. Das sowieso. Das Maiko sowieso, Tobin, ihr war das seht, also die? er Nein. ist mein Chef. Ich Chef, du nix. Da sind sie. Easy Electric Engine. Bah, wir brauchen 4000 und 128.000. Genau. Dann genau, ja, passt. Viermal diese Engines. Beziehungsweise achtmal. Das war doch mal das Item in der Mitte, deshalb wurde das nicht entdeckt. Aber wirklich, das ist wie IC. Sie nehmen ein Zahnrad, hauen noch 4 HS da rumherum und dann haben sie ein anderes. Sinnlos. Einfach sinnlos. So, jetzt haben wir eine Zentrifuge. Ne, haben wir nicht. Jetzt habe ich irgendwas gebaut. Jetzt habe ich nämlich einen Zentrifugalflutextraktor gebaut. Das war der falsche. War der falsche, durchaus. Wie in der Worktable. Beim zweiten. Steht sowieso Scheine bei dir. Aber hier halt Hier nicht. drüben, aber hier nichts. So. War halt ein zweiter. Dann ist es einfacher. Dann ist es für uns persönlich einfach, da hast recht. Genau, drei so runter. So, dann bauen wir die Platten. So, ja. Zentrifuge reicht eine, oder? Hoffe. Ich denke mal schon. Schmeiß mal alles in unsere Kiste, dann muss man mal mitnehmen. Zwei. Drei. Können wir eigentlich noch Vier. eine klopft ja. Jetzt habe ich nur drei. Ich wollte vier haben, du Idiot. Ah, es geht sogar mit Shift-Rechtsklick, wenn du alle Items im Inventar hast. Cool. In die Kiste da rein. Gut. Den hast du gebaut, was? Ich weiß nur nicht, was brauchen die? Weiß kein Mensch. Waren Ja, das das die macht was überhaupt? anderes. Warte mal. Oder waren das die Steam? Easy oder Steam? Das ist jetzt natürlich die Frage. Jetzt war schon die DC. Easy. DC. So, jetzt haben wir nämlich hier ein Inventar und auf der anderen Seite stellen wir die andere Kiste einfach auf und dann können wir von rechts, links immer schön alles nutzen. Rausnehmen, ja. Dann noch mal Dann rüber. gehe ich halt wieder rüber.
frisst ja keine viel Energie, bestimmt. Nö, auf keinen Fall. Dann bauen wir mal die Anlage auch auf. Du wirst bauen. Ich sag dir wie. Oh. Am besten bauen wir sie hier hinten mal auf. Weil es eine Anlage, die brauchen wir nicht unbedingt so zwingend. Ja. Du nimmst mit TDC Engines, die Shaft Unit, die anderen Dinger dann auch, die um die Ecke, diese Dinger. Ja. Dann die Finder. Ein zumindest mal. Und die Zentrifuge. Gut. Gute. Hier mal die DC Engine. Alle in dieselbe Richtung sehen, genau. Ist ja die am Rot. Rot ist immer Output, grün ist viermal, habe ich gesagt, nicht achtmal, aber egal. Davor einmal den eckigen und dreimal die anderen. Nein, das war nicht der eckige, das war der Dreifache. Oder doch, na passt schon. Ist der eckige. Und genau, dreimal. Jetzt brauchen wir noch von Rotary Kraft. Musste mal, also der ordnet die automatisch richtig an, nee. Nein, okay, der Ranger auch, oder? Nein, hä? Also wenn du mit der Hand drauf gehst, okay. Inputs halt. Die hat richtig drehen. Also Input ist in welche Richtung? Schau mal hier, sieht man das? East. Osten. Und East und Richtung Süden Output. Auf. So. Also, und sprich, der tut jetzt von dem zu dem anderen Getriebe und das andere Getriebe tut. Weiter. Immer alle zusammen, das alle zugleich. Ja, aber hier fehlt ja ein Zahnrad eigentlich. Nein, die muss nur drehen. Dann geht schon. Ich weiß jetzt nur nicht, was Output ist. Da müsste man. Ich gehe mal das Werkzeug organisieren. Die muss nur drehen. Ja, bis gleich sehen. Warten, da brauchen wir ein eigenes Werkzeug dafür. Mach gleich eigenes Werkzeug. Wenn wir es finden. Ich schaue mir die Zahnräder hier ganz interessant an. Ja, das bewegt sich auch richtig. Ja. Der dreht und das dreht sich dann da. Ja, okay. Ist ganz normale Mechanik quasi. Genau, ja. Also den brauchen wir mal. Den. Den Screwdriver und noch ein Teil brauchen wir. Drei Werkzeuge. Crafting Pattern. Monikey, Knockback Gang, nein. Nützt die eben nicht. Point finde brauchen wir auch nicht so. Motion Tracker glaube ich auch nicht. Vorerst mal halt nicht. Bitte noch ein Werkzeug, bin ich dämlich. Dämlich, keine Ahnung. Da nicht. Hier nicht, jenes nicht, das nicht. Das Säge. Brauchen wir eine Säge? Nein. Das? Nee, Titel irgendwas scheiße, braucht kein Mensch. Da auch nicht. Da auch nicht. Nein. Was ist das? Vakuum irgendwas kacke. Projektor irgendwas, da ist irgendwas, da ist es. Regulator irgendwas scheiße. Da. Aha, auf jeden Fall irgendeine Scheiße. Da. Einmal das und einmal ich das. Ich bin hier Lehranfänger, also das ist ganz cool. Also ich brauche meine Sprache, meine. Mit diesen weiß-grünen Teil, wenn du draufklickst, siehst du die Farben. Ja. Wir haben ja gelernt, rot ist Output. Genau. So, und mit dem Schraubendreher kannst du das drehen. Block. Den da hinten nicht, nur den anderen. Den kannst du ja so drehen. Siehst ja, der hat ja Input grün von der Seite und gibt nach der weiter. Jetzt musst du nur den zweiten drehen. Oh ja. Man, das siehst du eh beim Drehen dann. Gleichzeitig. Ja. Und hier müssen wir auch. So, genau. Ja, sprich, der geht jetzt auf die, der geht an in die Welle, ja, genau. Ja, alle in die. Also, das weiße Zahnrad ist Output. Ja. Die zwei Dinger wirst du ziemlich oft brauchen. Jetzt brauchen wir dann noch einmal ein.
Nee, jetzt können wir uns eigentlich den Beider hier mal dran klatschen und mal gucken, ob wir den zum Laufen kriegen. Nachdem wir, Den hast müssen wir du jetzt Levers? drehen. Ja, so, genau. Du Levers? Ja, natürlich, natürlich Dann stell Standard. mal hier hinten vier hin. Schau die mal an. Klingt ja grausam. Und der hat zu wenig Kraft. Also siehst du, wenn du jetzt in diesen Gweiner gehst. Bauer hat er, Speed hat aber zu wenig Kraft, Dorge. Welcher Sound ist das eigentlich? Keine Ahnung, Blocksound wahrscheinlich. Sound. Keine Nein, Ahnung. nicht Block. Ich weiß nur, es klingt Layout. grausig. Den auch nicht. Dank auch nicht. Gibt's anscheinend nicht. Ich habe jetzt alles ausgeschaltet. Ja, musst halt einen Soundmuffler nehmen. Kannst du einen Hauptsound nehmen? Das heißt, wir müssen hier noch ein Gearbox zwischenschalten. Ich hole erstmal einen Soundmuffler. Dann braucht man eine Gearbox. Was? Message deleted by System 32. Ja, das ist halt so. Wir brauchen eine Ja. Gearbox. Und diese Gearbox, von denen redet ihr immer andauernd. Früher habt ihr zumindest andauernd davon geredet. Was macht die Genau. jetzt? Gearbox ist einfach ein Getriebe, das Ein aber Getriebe. fix ist. Kleines Zahnrad, großes Zahnrad und somit mehr Kraft. Genau. Also machen wir ein 2 zu 1, aber da nimm besten Gold, Diamant. Vor allem, ich bin doch ein guter Schüler, oder? Ja, 2 zu 1 Gold. Ich dachte Diamant. Diamant, Entschuldigung, gibt ja kein Gold. Ja, kein Gold. Ansonsten müssen wir halt die anderen Engines nehmen. Gut, hält mal. Das dann zwischenschalten? Ja, so wirklich klappt es nicht. Doch, Doch. klappt ja. Dauert noch ein bisschen. Dann Können hier wir uns hin, wiederholen. zwischen rein. Ja, die. Da, da. So, und jetzt müssen wir wieder drehen. Ja, der war schon richtig. Ja, mei. Hätte ich mir nach einer Tour. Na, Chance. So. Genau. Kleines Zahnrad, Rotes kleines Zahnrad, Output. großes Zahnrad. Ja. So. Aber noch immer zu wenig da. Wenn ich jetzt einmal Shift-Drastic mit einem Schraubendreher auf die Gearbox macht. Ja. Ändert ja auch nichts. Okay. Aber ich kann ja da reingehen, da sehe ich was drin. Warte mal, mal abschalten. Weil du Motorbo. siehst ja. Hä? Warum schalten sich die jetzt nicht ab? Aus, 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 aus. Die drehen weiter. Wegen. Weil hier. Achso, die werden langsamer. Ah, das ist ja cool. Du siehst jetzt, die Gearbox hat ein Damage bekommen. Wieso? 17%. Weil sie kein Schmiermittel hat. Ah, Lubrikant. Genau. Jetzt haben wir ein Problem. Wir brauchen ja Schmiermittel. Genau, wir Der müssen ja hier Kleine braucht Schmiermittel auch nehmen. Schmiermittel. Ja, aber ja, wir müssen auch erstmal Schmiermittel herstellen. Ja. Das heißt, ich glaube, wenn hier hinten die stärkere Maschine brauchen, dann brauchen wir kein Gearbox und dann geht es leichter gehen, glaube ich. Das heißt, hier hinten am besten diese Steam Engines da nehmen. Wie nennen sich die genau? Wie wollen wir dann Steam herstellen? Wasser und Achso, ja, Kohle. intern, intern, intern. Steam, 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 irgendwas heißen die. Ja. Steam Engine brauchen wir. Vier Stück dann. Stellst du die her? Ja. Was, dann bereite ich mal hier für Steam vor. Ich habe ja sonst nichts. Ich wage mich nicht, ja. Ich wage mich noch zu erinnern, dass es folgendermaßen war. Man musste. Ich glaube, unterhalb Feuer machen. Also jetzt wird das also ganz kompliziert. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird's interessant. Das heißt, wir brauchen.